Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs und all jene, welche es auch werden wollen. Ich hoffe, ich habe noch alles eingestellt. Mal kurz vorsichtig die Schublade rausziehen. Das ist wahrscheinlich wieder ausgegangen zwischendurch. Level. Und ich habe es noch gar nicht eingestellt. Enter. Level. Ach, verdammt. So, 30 gegen 30. Dann soll selektiv 5 soll das Beste sein. Vielen Dank übrigens für das YouTube-Kommentar. Da ist eben viel Nostalgie dabei. Bei diesen Schachcomputern. Das ist ja auch, wenn man es ehrlich nimmt, wenn manche Leute mit einem C64 solche Sachen machen. Oder einem Amiga oder solchen Dingen. Oder alte DOS-Spiele. Dann weiß er selbst, dass das nicht mehr Stand heutiger Dinger ist. Ich habe übrigens gestern, ich spiele momentan diese Tomb Raider Remaster Sachen. Da ich Tomb Raider 3 gespielt. Da gibt es eine Stelle, da ist ein Hebel, den muss man ziehen. Und es wird dann immer angezeigt, was sich geändert hat. Welche Tür sich geöffnet hat. Damit man nicht rumsuchen, was der Schalter bewegt hat. Und das ist wohl so eine Art Fahrstuhl, die sich dann verändert hat. Das Problem ist nur, das friert dann ein, das Bild. Ich komme da nicht mal weiter. Dann habe ich nochmal einen alten Speicherstand genommen. Hab nochmal die ganze Sache gespielt. Da muss man vorher zwei Hebel ziehen. Einer öffnet eine Luke, einer. Da kommt man wohl zu diesem Schalter hin. Und sobald ich diesen Schalter betätige, sehe ich diese Location, was sich verändert hat. Und danach geht nichts mehr. Ich kann auch keine Taste mehr betätigen oder irgendwas. Aber ich hoffe mal, dass das patchen ja. Ansonsten hat sich das für mich erledigt. Ich finde den ersten, zweiten Teil sowieso besser. Der dritte Teil ist so semi-gut, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich jetzt nicht so der Fan von. Auch viel zu viele, viel zu dunkle Locations. Aber sei es wie es sei, wen gebe ich denn was? Ich gebe ihm, weil die Schublade zu ist, gebe ich ihm mal weiß. Und bevor ich sollte dem Volker weiß geben. Nachher fängt er an hier das Brett zu drehen. Kann ich denn selber das Brett drehen? Ich gebe dem Volker mal weiß. So, mal Schublade aufmachen. So, D2, D4, das ist übrigens hier. Gibt es irgendwie erbaut. Chess Champion 2175, Oxford Software 1992. Ich meine, die haben auch teilweise den, wie heißt er denn nochmal? Wieso fällt mir das nicht ein? Chessmaster? Das gab auch diesen 3D für die PlayStation, wo das Johann de König Teil dabei war. Oder Johann de König. Es fällt mir nicht ein. Engine Quiz. Whittington. Dann könnt ihr ja lesen, die Graphic Interplay 1.06. Hashtable. 0K, was soll das heißen? Kann man irgendwo die Hashtable denn einschalten? Your Garage, okay. Ich bin ja auf Set Clocks gegangen. Ich hoffe, das passt mit den 30 Minuten. Jetzt habe ich die Luftfeuchtigkeit ein bisschen erhöht. Hätte ich ja selbst drauf kommen können. Das ist natürlich bei dem Ventilator, wenn er die Luftfeuchtigkeit raushaut, dass ich mit Propeller auch anmachen muss, dass er das hier verteilt. Aber man ist ja lernfähig. Das Beste im Leben, das Wichtigste im Leben, finde ich, ist immer dazu lernen zu können. Das gab ja früher mal diesen Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Tanz immer mehr. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ich finde, heutzutage muss man immer in der Lage sein, dazu zu lernen. Man darf nicht sagen, das ist der Stand meiner Dinge und da bist gleich nichts mehr dazu. Das ist vielleicht, wenn man, keine Ahnung, mit 14 einen Beruf gelernt hat und hat den bis zur Rente dann durchgemacht. Dann kann das vielleicht hinkommen. Muss immer flexibel sein. So, D2, D4, los geht's. Queen's Pawn Opening. Okay, jetzt könnte er immer. Ach, er macht ja Springer F6. Ich bin gewundert, dass er lange gebraucht hat. C2. Das sieht aber gut aus für die Züge, habe ich schon schlechter gesehen. Grafik ist auch vollkommen okay. Natürlich wieder Treppentown, aber das war eben früher so üblich. Ich glaube, die hatten früher, was war das denn, 460p? Oder was die früher hatten? Genau, Lofer C5 Lipo. Sich dann wundern, dass keine Theorie, das ist übrigens nimmt zu indisch. Das ist, wenn man die Infos anzeigt, dass er. Das ist so eine Art nimmst du damit Klon? Oder so ein Gemisch? Springer E2 soll den Doppelbauern verhindern.
Läufer A6 greift jetzt den Bauern an. A3. Ja, da jetzt erstmal der Läufer reagieren muss, also auf C3 nehmen zum Beispiel, und dann wird aber der Springer wieder nehmen von E2. Würde der Bauer hier endlich mal hin. Zum Beispiel ein Bild. Muss mal kurz gucken, weil die Figuren nicht da abstellt, wie im Bild sieht. Nicht, dass sie sogar im Bild stehen. Also, dann soll ich die besser da wegstellen. D7, D5. B3. Springer, der hat immer so einen gewissen Delay. Oh, das ist aber keine Theorie mehr. Der Zug sieht auch nicht richtig aus. Weil erstens verstellt er den C-Bauern. Zweitens steht ein Springer jetzt einfach in einer... Ja, vielleicht ist es auch Theorie, kann ja auch sein. Mir wird er nicht gefallen. Hier vermutlich einfach rochiert, zum Beispiel. Einfach Rochade. Und dann Springer D7, C5, das wären so meine Pläne. Ich muss sowieso mal langsam anfangen, wieder ein bisschen aktiver zu werden, in der Öffnung. Ich bin ja immer noch in der Warm-Up-Phase. Das heißt, diese Saison, ich bin da mittendrin eingestiegen, die mache ich quasi nur, um ein bisschen warm zu werden wieder. Aber wenn ihre Stadtmeisterschaft am Montag stattfinden lassen, kann ich auch nicht mitspielen. Das war mal samstags, aber jetzt vor allem auch dieses Absprechen, wann wer Zeit hat. Was ist das denn für ein Turnier? Ganz ehrlich. Dann spielen die mal die erste Runde, dann die dritte, dann die fünfte, dann die zweite Runde. Je nachdem, wer Zeit hat. Das ist doch totaler Nonsens. Dann wahrscheinlich auch wieder diese viel zu lange Bedenkzeit. Für diese 90 Minuten plus 30 Minuten und dann hat man ja immer noch 30 Sekunden pro Zug. Das ist einfach zu lang. Dass wenn das über die 90 Minuten weggeht, dann wäre es diese 90 plus diese 30 sind wir bei 120. Und dann kommen noch 60 Minuten dazu. Für die 30 Sekunden pro Zug. Und dann ist man locker auf 180 Minuten. Wenn beide Spieler das brauchen, sind wir bei 360. Das ist einfach zu lang. Deshalb einfach die gleiche Bedenkzeit wie damals, nur mit Increment drauf. Das fühlt sich so an wie 3 plus 2 ist das, glaube ich. Das Blitzschach. Hab schon mal überhaupt noch zieht hier. Dies 3 plus 2 bei 60 Zügen, die gemacht werden, wären das ja quasi auch 3 Minuten plus 2 Minuten. Und dann bist du auch bei 5 Minuten für die ganze Partie. C4 schlägt. Das kann natürlich sein, dass es da immer noch Theorie ist, aber der Polger hat die Theorie nicht drin. Also mich würde Springer C6 doch sehr stören. Da kommt jetzt auch Springer A5. Ich hoffe, dass er dich einfach nur schnell sieht. Er schreibt ja nicht, ob es Theorie ist. Er schreibt ja nicht irgendwie... viele andere Programme, die schreiben ja wie zumindest Theorie oder Buch oder sowas. Und das ist natürlich 30 Minuten. Was hat er für eine Seite an? Habe ich mir das eingebildet oder hat er gerade einen Sprung gemacht? Wahrscheinlich habe ich es mir eingebildet. Das ist wie immer hier DOSBox auf meinem Pentium 3. Laut Chess-System Tal, da kann man das nachgucken. Der schwankt immer so. Also hier schreibt er, hier ist gerade 5% vom Pentium 200. Also drüben schwankt das immer. Mal schreibt er 5% vom Pentium 200, mal schreibt er... Also drüben auf dem Hauptrechner. Mal 500%, mal schreibt er 550%. Das schwankt zwischen 550 und 600% von Pentium 200 auf dem Hauptrechner. Und hier ist es eben 5%. Und davon habe ich schon, und die DOSBox kann ich nochmal verändern, die läuft auf 60%. Ich habe mal nachgeguckt, wo Chess ist hinterher, wie gesagt, der schwankt immer so. Ich hatte eigentlich gedacht, wenn ich da 50% mache, dann ist das nicht 10 MHz, sondern 5 MHz. Also 5% von 200 ist ja 10. Also dann ist es trotzdem nicht 5 MHz. Vielleicht so, weiß ich, 8 MHz oder was da jetzt hat hier. Die DOSBox-Emulation, man weiß ja nicht, Springer D4 schlägt. Finden Sie den Fehler? Vielleicht Sie aktiv spielen oder was ist los? Der zieht mir ein bisschen schnell.
Bauer schlägt und dann Dame schlägt, dann liegt erstmal der Läufer. Gucken wir das erstmal an. Nachher kombiniert er genial und ich wirke ab. Es geht der Läufer G2 schlägt und wenn er Turm zieht, Dame D4 schlägt. Dann würde aber Turm D1 kommen und dann müsste man irgendwie diesen Läufer abdecken. Ich kann gar nicht genug trinken hier, oder was? Drink more, drink more, drink more. Ja, jetzt hängt erstmal der Läufer. Da geht's ja sogar. Turm D1. Ich hätte Läufer G2 schlägt besser gefunden. Dann Turm G1 und dann Dame D4 schlägt. Und auf Turm D1 hast du dann Dame E5 Schach. Weil jetzt kann man einfach rochieren. Wo hatte ich das? Ja, Turm D1 kann man jetzt spielen. Das droht Läufer H7. Ja, dann machst du Dame E5 Schach. Kann sein, dass es geht. Mal gucken, wie es weitergeht hier. Ich muss nächstes Mal, bevor ich das Video mache, mal den Luftbefeuchter anmachen. Und dann clevererweise, logischerweise, den Ventilator natürlich dabei anmachen. Man lernt ja nie aus. Und Nipo lernt immer ein bisschen langsamer. Ja, dafür sind diese Sachen aber auch dauerhafter bei mir. Ich gucke mir jetzt nicht was an und habe dann gedacht, okay, und dann am Tag später habe ich es wieder vergessen. Das wird dann dauerhaft gespeichert, das dauert ein bisschen, das läuft quasi im Untergang. Ja, das Problem ist natürlich jetzt, dass der König in der Mitte hängen bleibt. Und das kann sein, er hat ja auch drei Bauern dafür, das ist absolute Kompensation. Ich dachte erst, er hätte einfach nur die Figur eingestellt, das wäre so eine Art, wie bei manchen Seitex, wenn die ihre Ticks haben. Die haben ja dann ihre Easy-Mode-Fehler, dass sie ja einfache Fehler machen. Das scheint hier aber nicht gewesen zu sein. Hallo, nicht die Dame. Springer nach D5. Ja gut, der Läufer greift ja die Dame an. Schachgebot hat man keins Gutes. Dann Springer D5, sagte ich Quatsch. Dame E5 Schach kann man aber... Achtung, Lipo, dein Gehirn. Natürlich nicht. Dame E5 Schach gibt es nur, wenn du im Vollsuff spielst. Ja, so Springer F6 schlägt Schach. Dame H4 vielleicht. Springer F6, Bauer F6, Turm G1. Er kann ja trotzdem nicht mit der Dame auf F6 nehmen. Das sollte eigentlich die... Ja, ich glaube, das sollte aber die Figur verlieren. Springer F6 schlägt Schach. Bauer schlägt F6. Turm G1. Ich glaube nicht, dass der König rein theoretisch könnte der König ja Vasatte ziehen, weil es hängt ja auch der Turm. Was machst du dann auf Turm G1? Da wurde einfach die Figur geschlagen, also er muss ja zurücknehmen. Ja, eine Figur wäre okay gewesen, aber jetzt die zweite Figur verlieren. Turm G1, der Läufer ist gefesselt, wenn er gedeckt wird, kommt... ja, theoretisch geht Läufer E4. Mann. Turm G1. Also nächstes Mal, wenn ich den Luftbefeuchter anmache, dann muss ich den Ventilator dabei anmachen. So 5 Minuten vorher den Luftbefeuchter anschmeißen. Müsste ich nächstes Mal das Wasser wechseln. Also die Luftfeuchtigkeit messen tut er dabei nicht. Der zeigt nur die Temperatur an, die Raumtemperatur. Und das ist jetzt, glaube ich, gelaufen. Ich finde, das ist immer nicht ganz eingängig hier. Vor allem, warum man auch so schnell spielt. Das ist so die... Ich glaube, Chessmaster hieß der. Chessmaster 2000, Chessmaster 2100, Chessmaster oder 3D oder sowas. Ich meine, Chessmaster war das. An den erinnere mich das ein bisschen. Man muss halt nur, wenn man die Uhren stellt, muss man erst auf New Game damals, weißt du? Das hat der Lippo nicht gesehen. Das muss er glatt gestehen. Jetzt könnte man Castle Queenside machen. Zum Beispiel. Und dann müsste der König nach H8 ziehen und dann ist die Figur doch nicht weg. Achtung, Achtung. Lippo, geh mal weg davon. Dann bist du weg davon. Wie heißt das? Denke. Das Denken, die Gedanken, das gedankenloses Denken. Nein, ich gehe lieber da drunter.
Verlass mich nicht darauf, dass meine Taste darauf stehen bleibt. Der Mephisto zieht. A pawn is a pawn, then a pawn is a pawn. Zack. Also ich würde den jetzt nicht mit der Dame nehmen. Weil da kommt Turm G2, schlägt Schach. König H8. Läufer F6 schlägt. Schach. Und da ist er pleite. Er muss jetzt also schon mit König beiseite ziehen. Wo kommt auch Läufer F6? So, doch. Ach, König G7. Meine Güte, Lippo sieht jeden zweiten Zug. Jetzt auch in jedem zweiten Zug. Was ist denn mit F2, F4? Dann droht der Turm G2, schlägt mit Dame ist angegriffen und ein Schachgebot. Vermutlich kommt dann Dame G1, schlägt Schach. Meine Güte, Lippo ist wieder ganz außer sich vor Freude. Castle Queen. Das hat immer die Fidelities haben das immer gesagt. Castle Queen. Die haben nicht Queen Side gesagt, sondern ich kenne natürlich nur von Emulator. Sondern Castle Queen. Also momentan macht mir das großen Spaß hier, mit dem PC-Programm das zu machen. Diese PC-Programme, die sind so ein bisschen das Salz in der Suppe, die spielen. Ich habe gestern gesehen, ich wollte machen, den Mephisto Monaco. Wollte ich spielen lassen gegen den MM1. Erstens war die Partie sehr lang, sagen wir es mal so. Und das Endspiel war, sagen wir mal, sehr, sehr, und das ist sehr geschmeichelt jetzt noch, mittelmäßig. Und das ist immer noch die geschmeichelte Version. Jetzt geht es bei mir, jetzt geht doch. Na, F4 Turm, die anschlägt. Das war irgendwie mit drei Bauern. Einer stand auf F2, einer auf F2, E2, meine ich, einer auf H2. Und auf jeden Fall, der Cheskinus hat geschrieben 4,50 plus für die Freibauern. Das hat der aber trotzdem nicht gewonnen. Dann war es hinterher Dauerschaden, das war so strunzblöd, das ganze Endspiel. Das muss man sich nicht geben. Ich meine, es gibt ein gewisses Niveau, das sollte nicht unterschritten werden. Und ich kann ja auch nicht zu lange Videos machen. Ich kann die jetzt nicht auf, keine Ahnung, 2 Minuten pro Zug spielen lassen. Das würde ich höchstens dann machen können, wenn ich die Möglichkeit hätte, die Videos per Fernbedienung zu pausieren. Dass ich quasi an diesem Schalter Pause mache, also nicht irgendwie Stopp und wieder neu aufnehmen, sondern Pause. Und dann würde ich zwischen den Lücken, zwischen den Zügen, würde ich da immer pausieren. Dann würden die ihren Zug machen, was heißt, wenn ich überhaupt dran denken würde. Das ist natürlich auch noch Grundvoraussetzung, dass man dann dran denkt, Pause zu drücken. Bei mir ist das alles nicht so gegeben. Das kann ich also nicht als Grundvoraussetzung annehmen, dass ich dann auch drin dann zu pausieren jedes Mal. Also Theorie ist, es wird gezogen, E2, mein erste Opening, geht ja recht schnell. Und dann macht weißen Zug, pausieren. Wenn Schwarz dann irgendwann Zug macht, wieder aufnehmen, Zug ausführen, ein bisschen quatschen, pausieren. Dann warten, bis Weiß wieder seinen Zug macht, wieder aufnehmen die Aufnahme, Weiß macht seinen Zug, ein bisschen quatschen, pausieren. Dass die Videos nicht zu lang werden. Wo zieht er hin? Läufer nach Läufer nach E4. Und jetzt sehe ich ehrlich gesagt keinen Wunderzug mehr. Das Problem ist, dass droht der Turm G2, ach, mit Schachgebot. Okay, König B1. Das Problem ist, der Läufer ist ja gefesselt. Deswegen gibt es zum Beispiel keinen Dame-Schick E4. Dame E4 und dann kommt einfach Dame-Schick E4. Und dann Ende im Gelände. Hat er viel zu schnell gezogen, der Chessmaster. Und meine Maus hat ihre Ticks. Schon lange drauf gewartet. Ja, diesen Monat ist es einfach finanziell nicht drin. Man muss ja immer objektiv bleiben, was man sich leisten kann, was nicht. Jetzt rollt sich das ja nicht wieder, also normalisiert sich das normalerweise, jetzt mache ich so zwischen 5,5 und 6 Stunden pro Tag. Dafür mache ich es dann noch ordentlich. Ganz ehrlich, man muss auch ein bisschen Selbstbewusstsein haben. Dann soll es ja doch andere nehmen. Da ich sage, so viele Leute auf diesem Posten, die keinen Bock haben, hatten auf den Posten. Weil es einfach zu spät ist. Die haben alle keinen Bock, so spät noch zu arbeiten. Mir ist es egal. Aber dann will ich auch meine Stunden haben. Ich habe einen Vertrag, da stehen die Stunden drin, die wöchentlich zustehen. Und die will ich auch haben. Das ist ja kein Zirka-Vertrag. Man schreibt da keine Stunden in den Vertrag rein, damit man irgendwie sagt, ja, heute mal 20 diesen Monat und dann oder diese Woche, nächste Woche wieder eine andere Stundenzahl. Und da kann man nächsten Monat, da macht man wieder mehr Stunden, um das dann wieder auszugleichen. Das ist doch Quatsch. Deswegen, ich nehme jetzt einfach die Stunden, nehme mir die Zeit, mache es gründlich. Ich sehe es alles echt nicht mal ein. Ich mache kein Hallo. Wieso funktioniert das nicht?
Ich sehe es nicht mal ein, so circa Zeiten zu machen. Ich habe die Schnauze endgültig voll. Endgültig und für immer. Dann fingen sie an mit 17.30 Uhr, ich fange 16 Uhr an. Und dann kriegen Minijobber, die an einer anderen Stelle die normale Festanstellung haben, als Minijobber werden mir gegenüber bevorzugt. Ich sehe es nicht. Ich habe ja auch gesagt, ich nehme jetzt meine Stunden. Ist im Vertrag, man schreibt ja nicht in den Vertrag eine Stundenzahl rein, wenn man diese Stundenzahl nicht hat. Das ist ja totaler Nonsens. Ich sehe es einfach nicht ein. Nächsten Monat will ich ein bisschen mehr drauf haben. Das ist ja total Quatsch. Warum steht es im Vertrag drin, wenn ich diesen Monat meinetwegen 80% von diesen Stunden mache und nächsten Monat mache ich dann 120% von diesen Stunden? Wenn ich dann mehr arbeiten muss, kriege ich eben mehr Geld. Mir ist das egal. Turm D6. Also da gehört schon mehr als ein Wunder zu, um das noch jetzt Remis zu machen. Gut, was hat jetzt nicht den sofort den Gewinnweg hier? Selbst wenn man Läufer A3 hinkriegen würde, käme immer noch C7, C5. Er wird einfach unterschätzt, dass auf Dauer dann doch die Figur verloren geht. Was hat der überhaupt für die Figur? Er hat zwei Figuren weniger. Okay, das Läuferpaar weniger. Ein bisschen gucke ich es mir noch an und dann breche ich ab hier. Weil dann wird es ein bisschen zu lange. Ich mal ehrlich bin, das sind zwei Läufer weniger. Hallo? Man muss ja, wie gesagt, man muss ja ein gewisses Niveau wahren. Turm G1 vielleicht, Turm G7. Sowas in der Art. Und wie gesagt, man muss auch ein bisschen Selbstvertrauen haben. Mache ich diese Woche, nächste Woche und dann gucke ich mal, was drauf kommt. Dann will sich aber. Was ist denn jetzt, wenn du zum Beispiel, wenn du überhaupt gar kein Plus erwirtschaften kannst durch die Arbeit auf dem Konto? Was ist denn, wenn da meinetwegen die Waschmaschine defekt ist? Oder was weiß ich? Gefrierschrank geht kaputt, irgendwas. Und kannst dir die Reparatur nicht erlauben. Dafür geht man dann arbeiten? Des Arbeiten wegen oder warum? Ich sehe einen gründliche und gute Arbeit zu machen, aber das will ich auch bezahlt kriegen. Wenn sie das nicht schafft, dann mache ich es eben. Dann nehme ich mir die Stunden. Ich habe schon gerade, weil ich diesen Monat bekommen habe. Ich habe ja gesehen, was ich. Also, letztes Mal, das war ein Witz. Ich habe ja davor die Monate gesehen, was ich drauf bekommen habe. Und das will ich festhaben. Wenn die einen Vertrag machen mit mir. Ich habe ja auch gesagt, die sollen mir den Vertrag mal zuschicken. Hat sie ja auch noch nicht, wo die Stunden drin stehen. Ich habe das Gefühl, man sagt da irgendwas und dann haben die das, ja, eine Stunde später, das rieselt bei dem rechts rein, links raus. Die denken sich, egal, 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 egal. Wie der Arbeitskollege zu mir meinte, ich habe jetzt einen anderen Tag auch noch dazu bekommen, also was er gemacht hat. Dann kommt er zu mir und sagt, er hat mir ja seine Stunden gegeben. Da schnallt das einfach nicht. Das regt mich daran auf. Der schnallt nicht, dass ich der Festangestellte bin und er ist der Minijobber. Das rafft er irgendwie nicht. Da muss ich eben das irgendwie plausibel machen, dass das schnallt. Turm D8. Ja, wenn er mit solchen Zügen schon kommt. Und wie gesagt, eigentlich kann man die auch abbrechen. Es ist ein zwei Läufer mehr. Das ist pleite. Also wenn ich das auf dem Brett hätte, würde ich aufgeben. Das ist ja nicht irgendwie Kaffeehaus untere Schublade. Dass man sagt, da spiele ich noch weiter oder Rocket Beans, Zugzwang, dass da quasi noch einzügig die ganze Dame eingestellt wird. Aber ich habe schon Züge gesehen, Rocket Beans mäßig. Da stand sie auch total auf Gewinn. Er sieht da nur die Lobduseleien dann noch. Ah, oh, hat gut gespielt, ah, oh, hieß und jenes. Da stand ein Bauer auf F3 und hat Schach gegeben. Einfach ein König D2, sie stand total auf Gewinn. Was macht sie? Der ist durch den Turm gedeckt und durch die Dame gedeckt, der Bauer. Was macht sie? Sie schlägt den Bauer mit der Dame. Die Dame war Gedanken geschlagen, ganze Dame verloren. Einzügig. Also die müssen wirklich sich angewöhnen. Ich weiß nicht, wer die brieft und wie die das trainieren. Kann auch sein, dass die irgendwie das machen müssten, dass Pfeile den letzten Gegenzug anzeigen. Weil das ist ja nicht wie am Brett hier. Dass man quasi sieht, wie der Gegner den Zug ausführt und dadurch siehst du auch, was er gezogen hat. Also auf dem Computer wird der Zug gemacht und wenn dann kurz mal die chatten ja noch nebenbei da ohne Ende. Dann sehen die gar nicht, was der Gegner gezogen hat, gucken dann aufs Brett und machen ihren Zug.
Die machen ja so eine Art Geschwätzblitz. Das macht's ja noch schlimmer. Und dann spielen die so ein Anfängerschach geschwätzblitzmäßig. Das gibt viel bessere Spieler, die am Anfang Probleme damit haben, Geschwätzblitz zu machen. Da muss man erstmal reinkommen, also reden und spielen. Das ist eine ganz andere Hausnummer als einfach nur spielen. Und hier, was soll ich sagen? Ich. Citadel. Dame. Ich ziehe trotzdem den Stecker. Es sind zwei Läufer mehr. Schwarz hat kein Gegenspiel und wir wollen ja hier, wie gesagt, das Niveau wahren und nicht hier zu tief stapeln. Also wenn du das auf dem Brett hast und gewinnst, dann nicht, das ist ein Problem. So, und ich bedanke mich auf jeden Fall und nehme mal einen anderen Schachgegner hier. Tschüss, bis zum nächsten Mal.